Also am heutigen Morgen gegen 8.38 Uhr wurde der Leitstelle mitgeteilt, dass es in Vechta im Ortsteil Spreda an der Straße zur Spreder Mühle-Ecke Schwichtler Straße zu einem Brand in einer Mehrzweckhalle gekommen sein soll. Diese Mehrzweckhalle grenzt an eine Biogasanlage an. Der Anlagenbetreiber hat gemeldet, dass hier ein Gärrestetrockner in der Mehrzweckhalle Feuer gefangen hat und damit einen Großbrand ausgelöst hat. In dieser Mehrzweckhalle befand sich zudem ein 8000 Liter Schwefeltank, der im Zuge des Brandes explodiert ist. Die Feuerwehr ist derzeit mit etwa 100 Leuten aus dem Landkreis Vechta im Einsatzraum. Der Brand ist bislang gelöscht worden. Wir haben keine Verletzten. Messungen der Feuerwehr haben keine Konzentration in der Luft ergeben, sodass keine Gefährdung der Anwohner vorliegt. Nichtsdestotrotz haben wir vorsorglich im Vorfeld bereits Anwohner informiert, dass man Fenster und Türen geschlossen halten soll.